Hallo Leute, mein Name ist Martin Grow, herzlich willkommen zur neuen Figuren-Review-Ausgabe. Heute gibt es von New Day Big E. Denkt dran, im Wrestling-Figuren-Shop bekommst du 10% Rabatt mit dem Gutscheincode Martin. Check den Link in der Infobeschreibung. Schon alleine dieses Bild hier auf der Verpackung sieht schon extrem lustig aus. Der Typ hat einfach mal mit New Day nochmal so einen krassen Sprung gemacht. Ich feiere die ganze Gruppierung sowieso wie Sau. Und Big E hier als der krasseste, ich sag mal von den Muskeln her, der bulligste aus diesem Team, macht voll Sinn. Der Typ ist vollends aufgegangen. Ich find's Hammer. Was wir hier schon mal als erstes sehen, ist der grandiose Headscan, der einfach auch so lustig aussieht. Schön breites Grinsen kann man schon gar nicht mehr sagen. Es ist schon einfach mal ein Lachen. Eine sehr seltene Begebenheit in einer Mattel-Figur auf jeden Fall. Die Haare sind hier schön gemacht. Das Gesicht an sich sieht halt auch sehr, sehr gut aus. Also da kann man überhaupt nicht meckern. Wir haben hier New Day Attire und vor allen Dingen auch so ein Entrance-Mantel, sage ich jetzt einfach mal. Und auch die ganze Körperform von ihm, sieht man ja hier, ist einfach echt perfekt gemacht. Die übelst breiten Schenkel, die er einfach mal hat, das ist alles sehr, sehr gut. Das sieht genauso aus, wie er nun mal aussieht. Wir haben schwarze Boots noch ganz unten und halt das blau-weiße New Day Attire mit dem Logo vorne drauf. Der Mantel sieht auch extrem Hammer aus hier hinten mit dem New Day Logo und den Flammen hier unten. Das Ding ist halt nur wieder, es ist wieder so ein Hartplaste. Das heißt, diesen Mantel hier an- und auszuziehen ist immer eine Riesenhürde. Deshalb lasse ich das jetzt einfach mal. Aber so an sich kannst du echt über die Figur überhaupt nicht meckern. Es ist richtig gut. Das hier ist übrigens meine alte Big E-Figur. Die habe ich schon eine ganze Weile. So hat er früher mal ausgesehen, bevor er zu New Day gegangen ist. Schon übelst krasser Dude, aber ich finde die einfach mal viel geiler. Ja, Big E ist einfach der absolute Wahnsinn. Ich finde, dadurch, dass er einfach so ein Riesentyp ist und trotzdem diese lustigen Tanzbewegungen alle mitmacht, sieht es einfach so lustig aus. Unglaublich sympathisch, kann man da auf jeden Fall schon mal sagen, macht jeden Scheiß mit, egal was Woods sich da ausdenkt oder sonst was. Ich glaube, das viel von Woods kommt aus New Day. Und ansonsten ist es halt echt sehr, sehr cool. Wer hätte gedacht, dass das Team von New Day so einen Erfolg hat, als es anfangs gestartet ist, weil wir kennen das ja, Vince packt ja gerne irgendwelche Afroamerikaner zusammen und lässt sie durch die Gegend tanzen und so weiter. Aber hier ist es doch komischerweise sehr, sehr gut geworden. Längst amtierende WWE Tag Team Champions und er war ja auch einer der die Tag Team Titel ja auch ursprünglich geholt hat, weil auch dadurch, dass zwar mit der Freebird Rule auch Xavier Woods öfter mal den Titel verteidigt, hat Big E und Kofi Kingston den eigentlich gewonnen. Klar ist der Dive, den er immer nach draußen macht, extrem gefährlich und so wie er den macht, auch eigentlich nicht vertretbar, aber ja, er will den halt scheinbar machen. Ansonsten ist der Finisher cool. Auch, dass er immer die Ansagen macht, die halt dann am Anfang immer kommen. Und generell, du kannst mit diesen drei, du hast echt ein Tag-Team, was, oder ein Stable, sagt man ja, was halt wirklich jede Persönlichkeit an sich ist, denn doch so verschieden, aber gleichzeitig doch so gleich wie die anderen. Es ist echt schwierig, aber eigentlich ist es die beste Tag-Team-Kombo, die man sich nur vorstellen kann. Das finde ich auf jeden Fall. Ich finde New Day unglaublich unterhaltsam. Egal ob Heel oder Face, die kommen jede Woche mit neuem Scheiß. Und es ist so lustig. Ich bin voll dabei. Ich liebe New Day. Großartige Gruppierung in unserer Zeit. Und das ist auf jeden Fall meine Meinung zu New Day und zu Big E. Die Figur ist grandios, da kannst du überhaupt nicht meckern. Und schreib mir doch gerne mal deine Meinung zur Figur, zu Big E, zu New Day in die Kommentare. Und gib dem Video noch einen Daumen nach oben, wenn es dir gefallen hat. Check alle Links in der Infobeschreibung, abonnieren, um nichts mehr zum Thema WWE zu verpassen. Und das war's dann erstmal für heute. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag rein. Bis zum nächsten Mal und ciao.